Einen schönen guten, meine Guten, und herzlich willkommen bei Harry Potter. Die Magie erwacht. Ja, es gibt Neuigkeiten. Und zwar seit vorgestern, den 28.11., haben wir hier eine neue Story. Teil 4 habe ich inzwischen aber schon durchgespielt. Und ein neues Clubabenteuer. So eine Landkarte gucken wir gleich auch nochmal rein. Hier ist nochmal beschrieben. Kapitel 4 hier nochmal Inferno, auch mit den kleinen Drachen, sehr schön gewesen. Einfach, sage ich mal, einfach durchzuspielen, aber war gut gewesen, war gut gewesen. Und neues Geheimnisrad, schalte neue Modi frei, ja, das ist nichts Neues. Ab 1.12. der monatliche Magiepass, hatten wir schon alles gehabt. Events, jawohl, hatte ich gerade gesagt. So, dann wollen wir auch gleich mal reingucken. So, es gibt immer noch 40% Rabatt, aber da hatten wir ja auch schon reingeguckt. Und wir werden mal schnell unseren Drachen hier nochmal füttern. Das habe ich heute noch nicht gemacht. So, ja, das ist immer so ein bisschen tricky hier. Ich habe jetzt das über den PC laufen. Über. Musik. Ich muss Musik spielen. So, holen wir erstmal ein bisschen Geld ab. Jawohl. Nein, jetzt nicht, gerade nicht. Ah, habe ich angenommen. Ah. Okay, dann machen wir das als erstes. Und zwar ist hier natürlich das neue Clubabenteuer. So. Dann gucken wir. Sie hat es aber auch immer wirklich ein Talent, immer wenn ich hier, mal gucken, wie unser Deck aussieht, immer wenn ich hier ein Video mache, werde ich eingeladen, jawohl. Das sieht gut aus. Das lassen wir so. Wir sind bei 5,6. Das ist immer noch so mein Test. Dingen. So. Geschenke hatten wir abgeholt, ne? Ja. Und dann mal gucken, ob wir hier noch was. Ich hätte ja gestern noch mal was gemacht. Ob wir hier noch mal ein bisschen. Ja, ich bin auch schon da. Ob wir hier was aufwerten können. Ah, jetzt sind wir natürlich mittendrin im Spiel. Okay. Dann werden wir mal gucken. Also das ist richtig schön gemacht. Richtig cool finde ich das. Einmal hier, glaube ich, 2 Minuten aushalten, überleben. Dann ist das schon richtig nice. So. Machen wir noch einen. Katzacko, jawohl. Ist ja nichts Neues im Prinzip, ist ja wie ein Duell, aber ist natürlich richtig cool gemacht. Oh, das ist super. Können wir gerettet werden? Nee, nee, nee. Können Sie mich retten? Na, Niederlage. Leider keine Belohnung. Okay, verbleibende Kämpfe. Also 20 müssen wir machen, nicht 2, sondern 20 müssen wir hier machen. Ist schon wirklich tricky. So, das machen wir aber nicht weiter. Ich wollte euch das ja nur zeigen.
So sieht es jedenfalls auf. Den Kampf, ihr müsst ein bisschen überleben. Ist schon ein bisschen schwieriger als die anderen Kämpfe, wo man einfach nur rumdödelt. Hier können wir wieder Geschenke einsammeln. Jawohl. Rede mit Hagrid. Abenteuer. Aber wir wollen ja natürlich, können wir gleich da rausgehen. Wir wollen ja natürlich unseren Drachen nochmal füttern. Der ist auch irgendwie so ein bisschen zu kurz gekommen. So, wir reden einmal mit Hagrid für die Tagesaufgaben. Macht er nicht? Doch, da. Weltstudie. So. Dann können wir mal gucken, was wir hier noch so machen. Müssen heute. Heute. Jawohl. 100. Echo-Rubine. Jawohl. Sehr schön. Sieh dir an, das ist das Einfachste, einfach nur mal reingucken. Da könnt ihr im Übrigen auch irgendwas, wenn ihr das habt, vielleicht mal so ausprobieren, gucken, wie ihr damit spielen könnt. So. Die Tagesaufgaben lohnen sich auf jeden Fall. So, den Fort gehen wir hin. Da holen wir nochmal die Geschenke an. Ja, das ist so ein bisschen hin und her gezwitsche. Wie gesagt, über ein Handy geht das natürlich ein bisschen schneller alles. So, und dann klicken wir hier einmal drauf. Und holen uns die Belohnung ab. Gibt schöne Echos. Manchmal auch gute zum Aufleveln. Der Rest kann alles umgewandelt werden in Echokristalle. Und natürlich hier ein paar Ingredienzien für Zaubertränke zu machen. So, aber wir wollen auf jeden Fall wieder ins Zelt. Wir wollen unseren Drachen füttern. Ja, ein bisschen Musik vorspielen. Ich glaube, da zerrt er immer. Das ist immer am schnellsten weg. So, dann sind wir schon in den verbotenen Wald. Ja, da gehen wir mal schnell hin. Halt, wo bin ich denn hier drauf gekommen? Da wollte ich jetzt aber gar nicht drauf. Ah, wieder in den verbotenen Wald. Ja, das ist aber... da wollte ich gar nicht hin. Einmal verklickt. Verdammt. So. Hier was hält, da werden wir natürlich auch gleich mal hingehen. Und dann werden wir unseren Drachen mal füttern. Ja, ich weiß nicht, für diejenigen, die spielen, gibt es ja noch einen einfachen Weg, hier hin reinzukommen, anstatt ins Zelt und von da das Ei berühren und dann... Hier will ich doch machen. Geht das nicht? Warum geht das nicht? Hier irgendwas gucken. Warum geht denn das jetzt auf einmal nicht? Sonst konnte ich doch immer vorspielen. Ah. Okay. Einmal mit Spiel. Ja, dann spielen wir einmal mit den Drachen hier. Ein paar Blubberbläschen einfangen. War gemein, ja. Okay. Plong, 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 plong. Okay. Plong, plong. Das ist doch gar nicht mehr so. So einfach. Ja, und ich habe hier noch die Maus.
Da kann ich ja auf dem Handy. Ah, das ist blöd. Am PC ist das blöde zu spielen. Also das müsst ihr wirklich Handy oder mit Tablet machen. Weil ich brauche hier zwei Daumen und habe hier nur einen Mauszeiger. Ich kenne nur eine Seite. Okay. Nutzt hier alles nichts. Werde ich wohl bei einer Seite bleiben müssen hier. Blub, blub, blub. Okay. Ja, doll war das jetzt nicht, aber verlassen wir. Können wir denn jetzt füttern? Weil die Musik alle war, keine Ahnung. Ja, jetzt geht es. Also erstmal spielen. Wenn alles irgendwie alle ist, dann müssen wir ja erstmal ein bisschen beschäftigen. Aber das ist ja nicht so die Welt. Gibt immer schöne Geschenke, wie ihr gesehen habt. So, das haben wir verlassen. Dann werden wir hier den Kamin nochmal so ein bisschen anheizen. Erhöhe um 8. Und dann können wir hier nochmal und bis 240. Mehr geht es ja nicht. So. Das bekommt ihr im Übrigen bei Duellen und bei, wenn ihr Unterricht macht und sowas. Ansonsten Musik spielen und hier frische Luft, das gibt es für Umme. Ja, die ist natürlich auch ziemlich im Keller gewesen hier. Da ist natürlich jetzt über 24 Stunden weg drüber gewesen. Das merkt man schon, dann ist er wirklich weg. Also 24 Stunden hält es aus, aber dann sollte man auch schon machen. So, jetzt dauert das hier noch mal ein bisschen. Das dauert immer am längsten hier, bis das hochgekommen ist, also bis es 240. Ihr seht, dann habt ihr ja immer noch die frische Prise hier mal. Aber ich denke mal, das sollte doch noch mal gewesen sein hier. Das mache ich gleich zu Ende, sonst wird das zu langweilig. So, wir gehen natürlich raus hier und dann gucken wir uns noch mal diese Landkarte an vom Clubabenteuer. Vielleicht sehen wir sie gleich noch mal ein bisschen besser, ohne ein Clubabenteuer zu machen. Wie gesagt, ich muss ja da noch ein bisschen mehr machen. So, dann haben wir hier einen Gesellschaftsclub, gehen wir rein. So, dann haben wir hier die Events. So, beitreten. Dann fliegen wir hier in so ein, weiß nicht was das ist, so ein Zeittunnel oder sowas. Nein, ich will jetzt nicht spielen. Kann man hier rein? Da haben wir es, was ich euch zeigen wollte. Dann geht es hier von einem zum anderen. Das muss alles freigeschaltet werden. Und das ist das neue Clubabenteuer. Und dann haben wir hier zum Schluss hier den Drachen. Und dann geht es hier nochmal wieder weiter. Und dann haben wir hier wieder so eine Art Endgegner. Und dann ist aber Schluss. Sehr schön. Also das ist richtig cool gemacht. Das, ja. Also ich bin begeistert. Sehr schön, sehr schön. So, das war das neue Clubabenteuer bei Harry Potter, was ich euch zeigen wollte, und nochmal so ein bisschen kleines Let's Play nebenbei. Ich bedanke mich auf jeden Fall wieder fürs Zuschauen und ich denke, vielleicht den einen oder anderen habe ich die Interesse geweckt, hier Harry Potter mit anzufangen zu spielen. Noch relativ neu ist dies Jahr im Juni oder Juli auf den deutschen Markt gekommen, also noch brandaktuell, brandneu. Also wer wirklich noch einsteigen will, der ist mehr oder weniger von Anfang an mit dabei. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wünsche euch viel Glück da draußen. Schönes Leben wie immer. Euer Onkel Jens.